He-Man und Masters of the Universe! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte: Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Cringer wurde zur mächtigen Battle Cat und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Der Urahnen nie finden. Man soll niemals nie sagen, Orko. Dann sagen wir eben vielleicht nie. In Ordnung? Du solltest besser aufpassen und nicht so viel quasseln. Lasst uns weitersuchen. Nach dem, was die Sorceress gesagt hat, müsste sie ganz nah sein. Wartet auf mich! Orko, Man-at-Arms, wir sind da. Die Stadt der Urahnen. Hier sind irgendwelche fremden Kräfte. Ich spüre sie. Ich bin nur nicht sicher, ob es gute sind. Die Urahnen verfügten über unglaubliche Zauberkraft. Diese Kraft müssen wir wiederentdecken und zum Wohl aller nutzen. Edna, Orko, passt auf! Die Sorceress sagte, dass hier womöglich noch die Geister der letzten Herrscher herumspuken. Oh, meinst du die da vielleicht? Der böse Zauberer Deimos und seine Hexenkönigin Tyrella. Die letzten Herrscher der Stadt der Urahnen. Der Vogel da ist mir nicht geheuer. Ha! Ein Roboter-Rabe hat sie mühelos aufgespürt. Bald werde ich auch Deimos Zauberkraft besitzen. Wo sind Beastmen und Evelyn? Die sind auch nie da, wenn man sie braucht. Skeletor? Wer seid ihr? Mein Name ist Aaron. Ja, und ich bin Una. Wir haben viel von deinen Zaubertricks gelernt und möchten dir dienen. Wir werden deine Diener sein. Was du auch verlangst, wir werden es ausführen. Ach was, mal sehen, ob ihr würdig seid, mir zu dienen. Eine gute Reaktion. Was könnt ihr sonst noch? Für den Anfang gar nicht schlecht. Genug getestet, Skeletor. Bist ein kecker Bursche. Deine Art gefällt mir. Nun kniet nieder vor eurem Meister. Bist du wirklich sicher, dass wir das wollen, Aaron? Ja, auf diese Weise werden wir Macht und Ruhm erlangen. Nun gehorch ihm. Also gut, eure Aufgabe ist es nun, in die Stadt der Urahnen zu reisen und mir die Masken der Macht zu bringen.
Das wird unmöglich sein. Die Stadt der Ahnen ist seit Jahrhunderten verschollen. Das war sie. Prinz Adam hat sie eben gerade für uns wiederentdeckt. Adam, könnten diese Geheimnisse denn nicht da drin versteckt sein? Hey, holt mich sofort hier raus! Was meinst du, lassen wir ihn erstmal da drin schmoren? Keine schlechte Idee. Wer beim Kochen nicht hilft, muss schmoren. Schon gut, ich helfe ja. Orko, bring mir einen Krug Wasser. Ist schon unterwegs. Orko, sag mal, kannst du denn nie etwas ohne Zauberei erledigen? Nur keine Panik, ich habe alles unter Kontrolle. Schreck, lass nach! Das nennst du alles unter Kontrolle? Habt ihr das nicht gesehen? Diese widerwärtige, furchtbare Fratze da! Furchtbar war nur dein fauler Zauber. Orko muss alte magische Kräfte geweckt haben. Versuch's nochmal. Hexenmeister in der Gruft, hebt die Krüge in die Luft. Naja, das war wohl doch nichts. Hilfe, sie sind hinter mir her! Na, Adam scheint doch recht gehabt zu haben. Immer auf die kleinen Dicken. Prinz Adam ist da drin. Er weiß noch nicht, dass der Raum, den er sucht, sich direkt unter ihm befindet. Da ist der Eingang, Aaron. Kannst du den Stein hochheben? Für Macht und Ehre ist keine Aufgabe zu schwer. Befehle, es werde Licht. Folge mir. Lasst uns mal draußen nachsehen. Ich habe das komische Gefühl, wir bekommen Gesellschaft. Seht mal, da unten ist jemand. Wir sollten uns die mysteriösen Gäste mal näher betrachten und feststellen, ob es Freunde oder Feinde sind. Immer dieser Nervenkitzel. Ich spüre die Urahnen. Sie rufen nach uns. Die Masken der Macht. Sie sind lebendig! Hört ihr das Geräusch? Da ist irgendwas im Gange. Wenn wir die Masken aufsetzen, gehört uns ihre Macht. Halt! Ihr wisst nicht, was ihr tut. Setzt diese Masken nicht auf. Aaron, vielleicht hat er recht. Wir holen diese Masken für Skeletor. Genau das hat die Sorceress befürchtet. Jetzt werden die armen Teufel von Deimos und seiner Hexenkönigin beherrscht. Ja, wir sind zurück. Und niemand wird uns aufhalten können. Orko, Man at Arms, passt auf! Nun wird's Zeit, dass auch ich mich verwandle. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Aha, noch einer, der es gegen uns aufnehmen will. Der wird sich wundern. Mein Würfel fesselt ihn. Das wollen wir mal sehen. Genug der Spielchen. Es wird Zeit, das Schwert der Urahnen zu holen. Ich sag's ungern, aber ihr sitzt in der Falle. Da irrst du, Sterblicher. Es gibt doch noch einen Ausweg. Nach oben. Ich schnapp sie mir.
Lass das, Orko! Ihr geblieben, Geisterpack! He-Man, sie entwischen uns! Keine Bange, wir beschäftigen euch schon. Mehr als euch lieb ist, ich, Deimos, befehle dir, Eru, dem Wächter der Masken, zu erscheinen. Klingt nicht sehr verheißungsvoll. Das klingt sogar ziemlich übel. Orko, du verschwindest jetzt besser. Ich kann nicht. Ich bin einfach wie gelähmt. Hilfe! Orko! He-Man, wie nett von dir. Ich helfe doch gerne, wenn Not am Mann ist. Lass los, du Riesenbaby! Orko, flieg hoch und hol ein Seil. Wir müssen uns hier abseilen. Hoffentlich gelingt mir das, bevor das Äffchen völlig affig wird. He-Man, er hat mich erwischt! Gleich kriegt er von mir ein paar Gewicht! Oh nein, das ist zu kurz! Jetzt ist guter Rat teuer. Sehr teuer. Duncan, klettere hoch, schnell! Das musst du mir nicht zweimal sagen! War schön mit dir zu spielen, aber jetzt musst du leider ins Bettchen. Hoffentlich kann uns die Sorceress sagen, wo Deimos und Tyrella sind. Und wie sie wieder lebendig werden konnten. Da, Schloss Grayskull. Deimos und Tyrella suchen das Schwert der Ahnen. Verhindert, dass sie es finden. Ich dachte, das Schwert sei nur eine Legende. Die beiden waren auch nur eine Legende. Jetzt sind sie Wirklichkeit. Vor vielen Jahrhunderten wurde das Schwert in einen Block aus Kristallquarz gestoßen. Er befindet sich tief unten im Schlangenberg Snake Mountain. Dort werdet ihr Deimos und Tyrella finden. Oh, Skeletor wird nicht besonders entzückt sein, wenn wir in sein Hauptquartier eindringen. Orko, du bleibst besser hier und verteidigst Grayskull. Eine gute Idee. Ja, das finde ich auch. Skeletor weiß nicht, dass es das Schwert noch gibt. Und das ist gut so. Denn neben deinem Schwert ist es die mächtigste Waffe in Eternia. Deimos und seine Hexenkönigin dürfen es nicht bekommen. Snake Mountain, endlich sind wir da. Das Schwert der Ahnen ruft uns aus seinem Versteck. Gleich ist es soweit. Wer wagt es einzudringen in das Reich Skeletors? Wer ist dieser Skeletor? Er kommt mir bekannt vor. Unwichtig, teuerste Skeletor. Du solltest vor deinen neuen Gebietern bessere Manieren zeigen. Ich befehle dir, vor uns niederzuknien. Hier befehle ich ganz allein! Ach nein, das werden wir ja sehen. Da siehst du, wie schnell du vor uns niederkniest. Ach, niemand demütigt Skeletor! Was du nicht sagst. Lass uns gehen. Er könnte gefährlich werden, wenn er freikommt. Ja, das magische Schwert ruft nach uns. Dort entlang. Lass mich hier raus!
ist da vorher nie ein Gang gewesen. Was geht hier vor? He-Man! Hinter Gittern machst du dich gut, Skeletor. Lass mich raus! Sieht aus, als hättest du Besuch gehabt. Sag uns, wo sie sind. Warum nicht? Setzt euch ruhig mit ihnen auseinander. Aber lasst mich vorher frei. Na gut, wo sind sie hin? Sie gingen durch diese Wand da. Nun befreit mich. Nur ungern, aber ich halte mein Wort. Durch diesen Fels kommt er nie. Er ist hart wie Granit. Denkst du? Wir kommen wieder, Skeletor. Es hat Jahrhunderte gedauert, aber jetzt wird das Schwert der Ahnen endlich uns gehören. Demos, sieh mal, eine Tür. Im Namen der Ahnen befehlen wir dir, öffne dich. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Was die auch suchen mögen, es muss eine unglaubliche Macht haben. Ich will nicht länger warten. Das muss mir gehören. Durch das Zaubertor komme ich direkt dorthin. Da ist es, das Schwert. Und ich werde dafür sorgen, dass ihr es nicht in die Hände bekommt. Ich dachte, die wären wir längst los. Na schön, dann müssen wir ihnen noch eine Lektion erteilen. Ihr werdet uns nicht entkommen. Oh, oh, sieht verdammt hungrig aus. Das Schwert gehört uns. Entschuldigt, aber der Mundgeruch war mir ein bisschen zu stark. Fahr zur Hölle! Keine Sorge, ich mach das schon. Demos, schnell, nimm das Schwert. He-Man, dein Schwert! Das macht nichts! Ihr, Demos, soll dieses Schwert gehören! Nein! Oh, es bewegt sich schon etwas! Ich, das Schwert der Ahnen, bin erwacht, um wieder für Frieden und Gerechtigkeit zu kämpfen. Du hast erreicht, was du wolltest, He-Man. Aber ich habe dein Schwert und mir soll auch das Schwert der Ahnen gehören. Es wurde prophezeit, dass ich mich mit einem anderen mächtigen Schwert vereinigen würde. Und dieses ist nun erschienen. Wir werden zu einem verschmelzen und dann He-Man helfen, Eternia zu beschützen. Nein! Was? Was ist passiert? Die Macht der Masken ist zerstört worden. Und wir sind wieder wir selbst? Das, wonach wir suchten, hat von uns Besitz ergriffen und uns willenlos gemacht. Ganz recht. Nun habt ihr gesehen, wie es ist, wenn man bösen Mächten dient. Habt ihr das gewollt? Nein, ganz bestimmt nicht. Du hast recht, Una. Das war ein schrecklicher Fehler. Dem Bösen zu dienen, bringt keinen Ruhm ein. Für euren Betrug werdet ihr büßen! Nein, du wirst büßen, Skeletor! Im Gefängnis! Ich denke gar nicht dran! Warte nur, deine Zeit kommt schon noch. He-Man, wie können wir unsere Fehler wieder gut machen? Der erste Schritt ist schon getan, da ihr euren Fehler einseht.
Dazu gehört sehr viel Mut. Nie wieder werden wir so leichtfertig sein. Es ist ein weiter Weg nach Haus. Auf geht's! Oh, heißt das, ihr wollt uns mitnehmen? Natürlich! Die hellere Seite von Eternia wird euch sicher besser gefallen. Oh, hier sieht es schon viel freundlicher aus. Wir alle machen Fehler. Doch Una und Aaron begingen einen großen Fehler. Aber als ihnen klar wurde, was sie angerichtet hatten, haben sie es nicht geleugnet, sondern sie gestanden ihre Fehler ein. Wie He-Man schon sagte, Unrecht zuzugeben erfordert viel Mut. Und damit ist der erste Schritt schon getan, um alles wieder ins Lot zu bringen. Jemand wie ich macht natürlich nie einen Fehler. Orko. Ist wohl besser, ich verdurfte. Oh je, da habe ich wohl was falsch gemacht.